So, das müssen wir dann auch da an der Seite gucken oder wir lassen das hier einfach. Ich weiß es gar nicht. Kann ich jetzt so noch gar nicht entscheiden, wie wir das machen am besten. Vielleicht buddeln wir da auch einfach alles zu. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht genau. Ich würde fast sagen, wir heben das Ganze ein bisschen an und gehen so bis dahin. So eine kleine Absenkung sozusagen. Ich probiere das gerade nochmal. Warte mal. Ich sag immer, warte mal. Ich muss immer um das Dingens, um das Mikrofon rumgreifen. Sag immer, warte mal. Außerdem kommt mir das so vor, als wäre die Musik immer noch zu laut. Schon wieder Monkey Island. Mal meine Fresse. Hab schon Schlimmeres gehört heute, muss ich ja zugeben. Au. Zum Beispiel das Geräusch meiner berstenden Knochen. Oder deiner berstenden Knochen, du Penner! Verschwinde! Ich will nichts von dir! So, dann würde ich sagen, gehen wir hier rum. So. Dann machen wir das mal so bis dahin. Meinetwegen auch. Können wir da auch ein Dreier-Ding machen und dann hier. So, dann baue ich hier einfach ein bisschen in die Höhe, aber nur so ein bisschen. Nicht übertreiben. Eigentlich könnte ich dann auch dicht machen, weil hier geht es ja sowieso bergab, wie es aussieht. So, ach, guck mal da hinten schon wieder so ein Enderner Mann. Mann. Also Ender. Die Torbögen werden wir uns später natürlich weiter vornehmen. Jetzt erstmal gucken, was kann ich denn wegschmeißen? Und was brauche ich noch alles? Ich könnte auch mal wieder nach den Hühnern sehen, wie weit die jetzt so sind inzwischen. Die Hände bleiben hier. Ganz kurzer Witz nebenbei. Heb die Hände in die Luft! Aha, diese Schmerzen. Okay, die Seile kommen hier rein. Gravel kommt erstmal da rein. Cobblestone. Mann, so viel Cobblestone brauchen wir doch gar nicht. Ach, halt! Der Zaun, ach, wir haben zwei Kisten mit Zaun. Hier ist auch noch Zaun. Naja. Der Zaun kommt dahin und ansonsten Erde, Bibabo, lalalala, ist egal, den Rest nehme ich mal mit. Und buddel mir nochmal eins da hinten. Da waren wir ja noch nicht fertig. Da gehe ich nochmal ganz kurz wieder buddeln. Vielleicht haben wir wieder ein spannendes Thema. Oh, da fällt mir gerade spontan eins ein. Ich weiß nur nicht, wo wir jetzt hier genau rumbuddeln sollen. Du kommst erstmal mit. Sagen wir mal hier. Ein Thema zum Bequatschen fiel mir nämlich irgendwie... wann war das? War das gestern oder war das vorhin? Ich bin ein bisschen zeitlos irgendwie in letzter Zeit. Aber ein Thema war so... Da saß ich gerade so vorm Fernsehen. Jawohl, das mache ich ab und zu mal. Wo kommen die denn her? Hä? Wo kommen denn die drei Setzlinge hierher? Ich habe doch hier extra Erde hingemacht, aber hier waren nicht mal Setzlinge in der Nähe. Das ist ja merkwürdig. Sehr merkwürdig. Naja, was ich jedenfalls eigentlich sagen wollte, merkwürdig. Eigentlich wollte ich ja gerade vertellen. Da saß ich gerade so vorm Fernsehen. Ich mache das immer so, wenn ich halt irgendwie eine kleine Pause mache oder so, dann entweder was lesen, bla bla bla. Aber ich klemme mich halt auch mal vor den Fernseher, muss ja auch mal sein. Und da ist mir so eine Sache aufgefallen, die mich schon immer gewundert hat. Also wirklich immer. Das gab es ja auch bei YouTube teilweise immer so. Da gibt es ja immer Werbeblöcke, ne? Werbung kennt ihr ja alle. Werbung lieben die Leute. Die Leute lieben immer Werbung. Auch hier vor dem Let's Play, wenn da Werbung läuft, sind alle happy.
Und jedenfalls, da war das so, da war diese Sebastian Vettel-Werbung. Der hat, glaube ich, für Head and Shoulders oder sowas immer die ganze Zeit, ja, ich bereite mich auf mein Rennen vor, ich mache mir da Sorgen um, nicht um mein Auto, nicht um Sabotage, nicht darum, in der Kurve mit 300 Sachen irgendwie zerschmiert zu werden an der Bande. Nein, ich mache mir einzig Sorgen um meine Schuppen. Okay, Sebastian, das klingt natürlich sowieso schon mal sehr glaubwürdig. Also wenn ich was glauben möchte, dann auf jeden Fall, dass sich Sebastian Vettel vor einem Rennen in erster Linie Sorgen um seine Schuppen macht. Oder eben auch nicht, weil er hat ja Head and Shoulders. Und dann ist mir so aufgefallen, wer soll den Scheiß eigentlich glauben? Und wieso in Gottes Namen oder in Allahs Namen oder in Buddhas Namen oder in wessen Namen auch immer, wieso werden für irgendwelche Werbeclips irgendwelche komischen Promis gecastet? Also ob das jetzt hier Verona Feldbusch mit dem Blub ist oder... Ich weiß gar nicht, wen gibt's denn da noch? Die Klitschkos für die Milchschnitte? Hey, Vitali, sag doch mal! Oder... Ich weiß gar nicht, wen haben wir denn da noch alles? Diese komischen Freeclimber, die da beim, im Haus einsteigen und zeigen, wie man einbricht. So eine Geschichten alles. Wieso um Gottes Willen engagiert man sich da bitteschön irgendwelche Promis? Ich meine, das Produkt wird doch nicht glaubwürdiger, wenn mir das irgendwie... Also die Milchschnitte, wie wird die Milchschnitte denn in meinen Augen glaubwürdiger, wenn Vitali Klitschko mir die empfiehlt? Ich verstehe das nicht. Also es ist mir wirklich ein Rätsel bis heute, warum man da irgendwelche Leute nimmt, die man aus Funk und Fernsehen kennt, wo man doch als normal denkender Mensch, ne? Also als normal denkender Mensch hat man ja irgendwie ein Gehirn oder so und meistens hat man das auch zur Verfügung. Man kann es also benutzen ab und zu. Und jeder normal denkende Mensch wird auch wissen, ach Mensch, der wurde für diesen Spot eingekauft. Was der da sagt, ist also nicht sehr glaubwürdig. Also wieso um Gottes Willen kommt dann da irgendwie hier dieser Fette, wie heißt er nochmal, der da irgendwie für Flüge.de, dieser Fußballtrainer-Typ, jetzt fällt mir der Name nicht ein, der ist voll bekannt, aber der Name fällt mir jetzt natürlich wieder nicht ein, weil der mich einfach einen Scheiß interessiert. Und die Werbung genauso, Flüge.de, ja, meine Jungs bei Flüge.de, die haben's ja mal wieder drauf, bla, die vergleichen die Preise viel besser als jeder andere Preisvergleicher. Vielen Dank, lieber fetter ehemaliger Fußballtrainer, dass ich jetzt Bescheid weiß. Wie heißt der nochmal? Ich habe den Namen echt vergessen. Scheiße, naja. Jedenfalls, ich finde das irgendwie, ich weiß nicht, wie man da sitzt und dann denkt, oh ja, jetzt unsere Werbung für unser Shampoo. Da muss auf jeden Fall ein Rennfahrer her, weil den Zusammenhang werden viele sicherlich sofort begreifen, was Rennfahren mit Shampoo zu tun hat. Ja, denn wenn man ein Rennfahrer ist und das Verdeck ist offen oder so, da fährt man mit seinem Cabrio über den Nürburgring, kann es schon mal passieren, dass die nachfolgenden Wagen in einen Schneesturm aus Schuppen geraten. Ein wahrer Taifun, der sich da aus den Haaren ergießt und Menschenleben fordert. Deswegen empfiehlt mir Sebastian Vettel also Head and Shoulders. Na, vielen Dank. Naja, das ist halt so eine Sache, die habe ich nie verstanden. Wen gibt es da eigentlich noch so Prominenz, die Werbung macht? George Clooney, glaube ich, für Baileys. Wobei das ja schon mehr charmant ist, muss man dann sagen. Das ist ja wenigstens charmant gemacht. Da versucht niemand irgendwie einem zu verkaufen, dass der George Clooney hier irgendwie besonders gerne Baileys trinkt oder sowas. Was mit Sicherheit auch so nicht unbedingt stimmen mag. Naja, auf jeden Fall muss mir mal irgendjemand erklären, wie das funktioniert, wenn ich eine Werbefirma bin und hab hier irgendwie so einen Spot und sagen wir für Head and Shoulders, bleib mal dabei. Und dann haben wir da irgendwie Sebastian Vettel angemietet. Dann muss ich das doch auch irgendwie, muss ich da nicht Referenz drüber ablegen oder Rechenschaft drüber ablegen? Von wegen, oh ja, wir geben jetzt hier 1 Million Euro aus, weil wir einen Werbedeal mit Sebastian Vettel haben, weil nur er euer Produkt so gut vertreten kann. Da würde ich mir doch auch als Markenfirma, würde ich mir doch da einen Kopf fassen und sagen, Jungs, Alter, geht's noch? Weiß ich nicht, das scheint sowieso immer so zu sein, irgendwie wird dann nach Preis-Leistung geguckt, wer gerade besonders billig ist, der wird dann da rangekarrt. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen das Comedy Central-Prinzip, da hat man ja nicht unbedingt die Millionen zur Verfügung. Comedy Central stellt sich als Moderatoren immer ganz merkwürdige Leute an, ganz merkwürdige Leute. Das scheint so ein bisschen so ein Transvestitentreff zu sein da. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist. Wen hatten die denn bis jetzt da irgendwie diesen... Boah, Lorenzo, der jetzt aber eine Frau ist oder zumindest jetzt Brüste hat und irgendwie... Ich weiß aber, Loretta heißt der jetzt, keine Ahnung. Loretta Del Mar.
Irgendwie sowas. Der hat nämlich jetzt sich dafür hergegeben. Irgendwie über Weihnachten gab es da so ein Christmas-Special von South Park. Und er hat da irgendwie die Mrs. Henke gegeben. Und er hat sich tatsächlich... das muss man sich jetzt auf der Zunge zergehen lassen. Er hat... Nee, lieber nicht. Das ist ja ekelhaft. Er hat sich tatsächlich als Kackwurst verkleiden lassen und hat so moderiert. In einem Schlitten lag eine... Ein Transvestit als Kackwurst verkleidet. Ah, nee, ist das noch ein Transvestit oder ist das dann, wie heißt das hier, She-Mail oder was? Ich weiß es gar nicht. So ehemalige Männer, die aber dann. Oder sind das noch Männer? Nee, er wollte ja eine Frau sein, hat sich deswegen Brüste gemacht. Und ist jetzt aber deswegen. Ich glaube, irgendwas dazwischen. Ist ja auch egal. Das ist ja eigentlich völlig Wurst, wenn wir ehrlich sein wollen. Viel schlimmer ist ja der Fakt, dass er sich da hat als Mrs. Henke verkleiden lassen. Und dann hat er dementsprechend da natürlich durch die Sendung moderiert und das war sie. Sie hat dementsprechend, Entschuldigung, durch die Sendung moderiert. Und das war dann doch ein bisschen grenzwertig, muss ich ja mal so sagen. Und bei Comedy Central, da ist sowieso dieses Auffangbecken, glaube ich, für irgendwelche... Für Menschen, die es nicht mehr ins Dschungelcamp geschafft haben, die kriegen dann Moderationsposten bei Comedy Central. Liebes Comedy Central, warum? Das ist doch nicht nötig. Dann lass doch lieber irgendwen anders moderieren, der unbekannt ist. Ich weiß gar nicht. Ah nee, kann ich ja gar nicht kennen, weil sonst wäre er nicht unbekannt. Aber auf jeden Fall, das ist doch kein Muss. Da muss doch jetzt niemand sitzen, der bekannt ist. Das ist genau wie in dieser komischen Werbung. Das glaubt doch keiner. Das ist doch nicht glaubwürdig. Damit, ich weiß gar nicht, ob man sich damit sein Image eher so ein bisschen nach unten zieht. Ich weiß es gar nicht. Ist so ein bisschen wie Dschungelcamp, ne? Wenn man so ins Dschungelcamp geht freiwillig, dann zieht das automatisch so ein bisschen das Image nach unten, glaube ich zumindest. Ich kenne mich bei Images natürlich überhaupt nicht aus. Dazu müsste man erstmal selber eins haben und da haben die mir zumindest noch was voraus, aber naja. Das ist alles ganz merkwürdig, diese ganzen, überhaupt in Deutschland, diese ganzen Promi-Geschichten, dieses möchte gern Promi habe und bla bla bla. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Wer ist da mit wem und wieso und bla und Prinz Karl August. Und irgendwie muss ja heute auch unbedingt Promi sein. Man kann ja gar nicht mehr ohne, weil sonst bist du ja nichts. Du musst ja unbedingt bei jeder Galaöffnung dabei sein. Du musst da über einen roten Teppich laufen, auch wenn keiner deine Fresse kennt. Oder jeder weiß genau, du bist irgend so ein abgehalftertes Würstchen, das sowieso keiner mehr kennt. Was eigentlich traurig ist. Eigentlich sollte ich sowas Böses gar nicht sagen, weil... die meisten, die jetzt eben diese abgehalfterten Würstchen sind, das sind ja wahrscheinlich eher die, die schon wesentlich mehr im Leben erreicht haben, als man selbst, zumindest was Präsenz angeht und was so, naja, den Beruf angeht zumindest. Man lacht da gerne drüber, aber im Grunde genommen tut einem das eher leid. Doch so ein bisschen, muss man aber schon mal sagen. So, wie sieht denn das, was haben wir jetzt eigentlich hier die ganze Zeit gemacht? Wir quatschen hier die ganze Zeit über Promis. Oder solche diesmal waren oder wieder werden wollen. Und dabei habe ich ganz außer Acht gelassen, was ich hier eigentlich mache. Die Frage ist, soll ich jetzt hier so ein Dingens... Ich könnte die Allee jetzt hier durchgehen lassen. Das Blöde ist halt nur, dass wir hier... Naja, dieses Brachgebiet kommen, wo ich nicht genau weiß, was ich damit anfangen soll. Ich überlege halt, ob ich hier komplett durchbauen soll. Dann ist das hier natürlich alles... Einmal erhöht. Ich guck mal ganz kurz da rein. Oh, ich muss mal was essen langsam. Ich bin hier die ganze Zeit so am Basteln. Und hier müsste ich eigentlich bis ganz nach vorne bauen. Oh. Was denn hier los? Hä? Wo kommen denn die ganzen Setzlinge her? Ich bin gerade so ein bisschen... Vermehren die sich jetzt? Also ich meine, guck mal, hier ist so ein Ding, ne? Das Ding hier. Hat sich das jetzt nach draußen vermehrt oder hat sich das da draußen vermehrt? Ist das da in die Richtung gewachsen? Und haben sich jetzt die Setzlinge hier drin auch vermehrt oder was ist da passiert? Das sieht so aus, als wären die hier irgendwie gewachsen und als wären das auch mehr Bäume, als eigentlich geplant war. Irgendwas läuft hier gerade schräg.